Fichtenholzbrett. Nee, hier oben. Genau, das da. Dann brauchen wir noch einen Hebel. Müsste hier dran. Das ist doch Technikzeug, ja, genau. Ach, hier doch, da. Das sind ja Hebel ohne Ende. Und hier einen Kessel. So, jetzt muss ich mal schauen. Wir brauchen. Ah, das kann man alles vor Ort machen. Eventuell brauchen wir noch Rotstein. Da muss ich mal schauen. Spender, Werfer. Achso, nee, einen Spender brauchen wir. Siehst du, wir brauchen nämlich Rotstein. Wir brauchen nämlich einen Spender. Und für diesen brauchen wir einen Rotstein. Habe ich jetzt mitgenommen? Ja, habe ich. Ich glaube, das war alles. Aber nein, eine Sache fehlt tatsächlich noch. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon da ist. Nämlich die Dunstabzugshaube für den Ofen. So, nehmen wir mal das hier mit. Und damit wieder zurück zum Bauernhaus. Und jetzt müssten wir eigentlich alles da haben, was wir brauchen. Ich bin hier, da bin ich, genau. Da muss ich hin. So, wir brauchen zunächst einmal. Ach nee, habe ich jetzt gar nicht mit. Okay, dann brauchen wir das hier. Genau. Sowas hier. Das kommt da drunter. Jetzt muss ich schauen. Das waren doch dreimal. Ja, genau. So. Das hier soll weg. Das auch. Dann kommt hier der Ofen hin. Muss ich nur wieder finden. Hier haben wir ja genug. Aber wir brauchen nur einen. So, neben dem Ofen kommen nochmal zwei davon. Und hier auch nochmal zwei. Das hier kommt weg. Ah, guck mal, ich habe da doch noch keine Dunstabzugshaube. Ah, nee, der kann da bleiben. Moment. Der kann da bleiben. So, jetzt brauchen wir das hier. Ist jetzt ein bisschen durcheinander, aber ich kriege das schon hin. So, so. Und so, genau. Habe ich jetzt den Zaun da? Ah, ja, hier. Der kommt da hin. Der bleibt und hier kommt die Dunstabzugshaube hin. Genau, so. Und hier kommt der Kessel hin, richtig. So, Hebel dazu. Gut, da war den Wasserhahn. So, ich glaube, das ist soweit mal die Küche. Da war, ah ja, hier, genau da noch was hin. Die Fackel kommt weg. Und dann hier Glühstein und das da. Wir sind noch nicht ganz fertig. So, genau, da ist sonst nichts weiter. Mit den Fackeln, boah, das weiß ich jetzt gerade nicht. Da waren aber auf jeden Fall mal welche. So, hier, das bleibt so. Und hier, da haben wir jetzt auch gar keine Werkbank mehr. Ja, okay, dann ist da eben keine mehr. Das ist ein Ofen. Ne, wir brauchen aber jetzt eine. Hier, dann nehmen wir die. Wir brauchen einen Eisenblock. So, eine Tür und den Spender. Bruchstein ist hier, genau. Nee, oder Werfer? Spender. Spender ist das doch. Genau, Spender. So, da kommt nämlich der Kühlschrank hin. Und hier die Tür zum Kühlschrank müssen wir so hinsetzen. So, genau. Ja, so müsste es sein. Ist ein bisschen dunkel hier in der Ecke. Och, nö. Nö, das geht noch. Das ist okay. Das da kommt mir noch ein bisschen komisch vor, aber ich kann mich erinnern, dass Mammut da Fackeln hingemacht hat. Allerdings, oh Moment, ich kann ja mal schauen, ob ich das... Ja, tatsächlich, die sind weg. Mammut wollte keine Fackeln haben, deswegen hat er auch alle weggemacht. Ist vernünftig, ist konsequent. So, keine Fackeln mehr. Ja, das heißt, das ist auch fertig. Diese Vorhänge da, die habe ich jetzt natürlich nicht. Ja, das ist klar, die habe ich nicht, das Texturenpaket habe ich nicht. Damit mache ich da jetzt auch nichts. Ja, das heißt, wenn ich jetzt nicht wirklich was Großes vergessen habe oder noch Unsicherheiten sind, kann ich das Haus jetzt erstmal als fertig definieren. Bis auf Weiteres.
Falls mir also noch irgendwann mal was einfällt oder falls euch was ein- und auffällt, dann muss ich eben noch was machen. Wie zum Beispiel trinken. Nochmal rekapitulieren. Ich wollte hier die Treppe versetzen. Hier drin war alles in Ordnung. Genau da den Stein, da was hin. Da oben hier, genau, und das deswegen musste das da weg. Diesen Bau hier, da den Glühstein und so weiter. Auch hier dann die Glühsteine, auch hier um die Ecke noch einen hin. Diese hier alle rechts von der Tür und auch da alle rechts von der Tür. Innen die Fackeln weg, ja, das auch. Ja, also hier oben sollte jetzt keine Fackel mehr sein, auf dem Dachboden auch nicht mehr. Moment, ich muss ja da runter. Ja, und hier auch keine Fackel mehr. Da oder eventuell da drin noch, aber eigentlich sollte da keine sein. Ja, ist auch nicht. Genau. So, ja, wunderbar. Dann definiere ich das Haus hiermit als fertig. Also, wie gesagt, bis auf Weiteres. Ich glaube, später hat Mammut sogar das dann nochmal weggemacht. Oder die Küche komplett umgebaut. Aber ich belasse sie jetzt so. Ja, schön. Und damit... Ach cool, wir sind fertig und es ist auch keine Frage mehr offen. Ja, das da. Nochmal nach unten. Hier, nö, da habe ich ja auch keine Fragen mehr. Und beim Lagerkeller auch nicht. Der bleibt ja hier so klein, wie er ist. Mammut hat den später nochmal viel größer gemacht. Das will ich aber nicht machen. Oh, aber hier sind Fackeln. Ja, hier sind Fackeln. Aber die bleiben auch hier. Au. So, das hast du jetzt davon. Also, ich hatte noch eine Idee. Nämlich hier vor dem Haus hat Mammut ja einen Brunnen hingemacht. Dass ich da vielleicht auch was hinmache. Vielleicht so was Ähnliches irgendwie. Aber das ist dann wieder ein weiteres Projekt. So, dann würde ich sagen, wir können auch das hier wegmachen. Ach ja, wir brauchen noch Kies. Ja. Wörter kann ich offen lassen. Dann bauen wir mal um, denn ich will ja hinten jetzt weitermachen. Mit den Silos. Ach, oh, schön, dann ist das Haus fertig. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Oh ja, das kann alles weg jetzt hier. Dass das alles so glatt ging. Das werde ich dann abseits der Aufnahme alles leer räumen hier. So, alles weg. Dann hier. Nee, ich will eine Kiste nehmen, wo schon was drin ist. Hier, das da. Da, alles weg. Ja, jetzt ist die große Frage. Wo haben wir Kies? Hier jedenfalls nicht. Da sowieso nicht. Da auch nicht. Da ist auch kein Kies. Ne, da auch nicht. Wenn dann hier. Oder da, da oben. Da, ja, da ist Kies. Sehr gut. 2, 3, 4, 5, 6. Warum genau 6? Werden wir gleich sehen. Das kann ich mal eben wegmachen hier. So. Davon... Ne, brauche ich jetzt erstmal nichts. Okay, gut. Machen wir das mal mit dem Kies. So, und auch da wieder zu. Ja, das jetzt immer von der Hand machen. Wobei wir uns ja jetzt nicht mehr im Haus aufhalten werden oder nicht mehr so häufig. Das Lager nutzen wir aber noch. So, hier, erster Kies. Jetzt teleportiere ich mich zum Lager. Ja, ist jetzt ein bisschen schneller. Bevor ich raussuche, wo ich hin muss. Wenn ich mich ins Heim teleportiere, da muss ich erst dann die Liste runterrollern. Deswegen. So, hier kommt der zweite Kiesblock hin. Ah nee, da soll gar kein Kies hin. Oh. Okay. Ja, das heißt, ein Kies weg. Ja, dumm gelaufen. Ich bräuchte jetzt mal, wenn man da vielleicht... Nee. Da? Nö, auch nicht. Ich baue einfach schnell da hinten was ab. Wie sieht's aus hier mit Dingsbums? Ja, ist wieder schön gewachsen. Sehr gut. Da hätte ich jetzt auch ins Lager laufen können. Warum steht eigentlich hier was? Weiß nicht, naja, ist egal. So.
Ja, schön, dass das wieder gewachsen ist. Dann kann ich aber den Klotz hier wegmachen. Genau, den brauchen wir dann ja nicht mehr. Wir haben mal wieder viel Papier jetzt auf Lager erstmal. So, also okay, dann muss da doch kein Kies hin. Da habe ich mich fast versehen. So, okay, und damit wieder zurück zum Bauernhaus. Wo kommt jetzt das Dings hier? Weiß ich nicht. Machen wir mal noch einen Baum hier. So, und da hinten kommen die anderen vier oder die übrigen vier Kiesstücke hin. So, okay. Ja, jetzt ist nur noch einer da. Räumen wir doch mal weg. Und dann machen wir hier gleich weiter. Ah, nee, wir wollten ja mit dem Dach. Ja, genau. Erstmal das Dach hier. Oder vielmehr Kuppel. Ja, genau, das machen wir. Ich habe übrigens nachgeschaut. Es gibt nur diesen Kabeljau, auf Englisch Cod. Und es gibt seit Version 1.13 noch einen Lachs. Aber in kalten Gewässern. Aber ich habe hier die Version 1.10 und deswegen habe ich keinen Lachs. Zumindest habe ich auch noch keinen gesehen. Egal. So. Das alles mal weg hier. Wir wollten... wo haben wir das denn? Haben wir... Das, ich dachte, ich hätte das... Ah ne, das ist ja draußen schon in der Kiste. Ich brauche noch Erde. Ja, ich glaube, das genügt mal. So. Dann machen wir da hinten noch ein bisschen Erde hin. Und das... Ja, genau, die Zeichnung habe ich da. Hier, da haben wir das. Ja, okay. So, erstmal hinten noch ein bisschen Erde auffüllen, damit das auch mal erledigt ist. So, zack, da und da. Und dann müssen wir dann nachher oder irgendwann später noch ein bisschen was wegbauen. Ja gut, machen wir ein andermal. So, jetzt will ich hier mit der Kuppel anfangen. Ja, das wird jetzt ein Spaß. Das hier ist das, was ich gemacht habe. Genau, das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier hochturnen. Ja, aber oben bleiben, das ist dann schon der Trick dabei. So, okay, gut. Dann, weil... Oh ja, was essen noch, dass ich wieder... Ach nee, ich bin auch so wieder gesund geworden. Gesund geworden, ja. Das ist jetzt der Grundriss. Okay, dann ist das erste... Nee, dann kann ich mir das... Ja, genau, stimmt, das kann ich mir ja alles sparen, richtig. Dann muss ich da bereits eins nach innen. Und das sind dann... Ja, das sind sieben. Das ist jetzt ein bisschen klein hier, aber ich krieg das schon hin. So. Das da. Und dann ist hier... Aha, zwei so einzelne. Das heißt... So und... Dann in diese Richtung. Genau, und hier... Fangen dann schon wieder die nächsten sieben an. Okay, dann ist die erste Lage hier ja recht einfach. Und so müssen wir jetzt eben weitermachen. Ah ne, hier so und so. Wir müssen da oben noch ein bisschen Glas einsetzen dann, weil das ansonsten schlichtweg zu dunkel... Ah, zu dunkel. Aber was ist denn da? Ah, langsam nervt es aber echt. Hey, Endermann, ich fordere dich heraus. Er hat die Herausforderung angenommen. Na, mal schauen, was er draus macht. So, aber hier hoch will er jetzt doch nicht. Na gut, dann eben nicht. Es wird auch gleich dunkel. Von wegen, ich will nicht hier hoch. Ey, Moment. Wo ist er denn jetzt? Puh, der jetzt hat mich aber ganz schön erschreckt. Er wollte also doch hier hoch. Okay. Ja, jetzt muss ich hier wieder raus irgendwie. So, mal hier neben der Leiter durch. Wer weiß, wie oft ich die noch brauche. Kurz noch was essen. Dann machen wir das Loch hier wieder zu. Wir haben aber eine Enderperle bekommen. So, okay. Und zu Bett geht's halt jetzt auch.
Ja, dann gehen wir doch mal ins Bett. Und machen dann morgen mit der Koppel weiter. So, hier, da, die Uhr. Ich habe ein bisschen zu weit nach links geschaut hier. So, ja, und ich kann mich schon hinlegen. Sehr gut. So, die zweite Ebene. Ja, falsche Tür erwischt. Nee, komm, hier zu machen. So, Material haben wir noch genug da. Also, es geht jetzt erstmal weiter. Das hatten wir ja gerade. Ja, genau. Es geht hier weiter. Wir müssen also... Ah, das ist viel zu klein. Aber nee, das kriege ich schon hin. So, 5 hier. 2, 3, 4, 5. Wie soll ich jetzt hier hochkommen? So, muss nachher wieder weg.